Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir befinden uns immer noch in Season 12. Oh, der Kran will mal wieder nicht höher. Das nervig, dass immer so die letzten paar Dinge immer nicht reicht. So, muss man immer ein bisschen tricksen. Und wir sind in der reaktiven Zone. Und machen uns jetzt daran, die Mission es gibt Vorbereitungen abzuschließen oder anzufangen. Was heißt abzuschließen? Wir haben ja eben gerade erst angefangen damit. So, dafür brauchen wir eine ganze Menge. 4 Stahlträger, 2 Metallrollen, 4x Zement. Aber im Grunde kriegen wir alles. Hier aus der Region. Es müsste, wenn ich jetzt nicht mich verguckt hatte, müsste hier eigentlich alles auch reichlich vorhanden sein. So. Das hier. Ach. Total bescheuert. So, also, den Block da weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich den brauche und wann ich den brauche. Ich mache das jetzt ein bisschen einfacher. Ich lege den einfach hier nebendran. Und gut ist. So, also. Kran wiederherstellen. Anhänger ankoppeln. Fracht verladen. So, damit haben wir das erste einmal hier fertig. Das müssen wir da vorne hinbringen. Dann haben wir schon mal den ersten Stahlträger. Und dann können wir uns auf den Weg machen, den Zement zu holen. Muss ich mal kurz gucken, wo müssen wir das hinbringen? Ja, genau hier. Okay, an die Laderampe. Ja, komm, wir fahren einmal außen rum. Es ist deutlich einfacher. Oh, und ich merke gerade, ich habe vor dem letzten Start nicht meine Festplatte aufgeräumt. Ich habe nur noch 4,4 GB. Da muss ich höllisch aufpassen, dass das hier nicht gleich die Aufnahme, weil OBS, zumindest war mir das schon mal passiert, sagt mir dann irgendwie nicht Bescheid, so nach dem Motto, hey, die Aufnahme konnte ich nicht weitermachen. Das ist, ist nicht so nett. Ich weiß nicht, ob ich den hier jetzt nehmen soll. Ich mag das Fahrzeug eigentlich nicht. Es tut mir leid, ich mag es nicht. Ich will den nicht nehmen. Ich stell den jetzt hier hin. Den fahren wir das nächste Mal irgendwie weg. So, wir nehmen den hier. Ich fahre da lieber noch mal eine Runde mehr. Daran soll es nicht scheitern. Ich war wieder
Jetzt übers verlängerte Pfingstwochenende war ich wieder mit meiner Family unterwegs gewesen. Und wir hatten Besuch von meiner Nichte. Die ist ja deutlich älter wie meine Kinder. Weil da ein großer Altersunterschied ist zwischen meiner Frau und ihrem Bruder. 10 Jahre. Und ihr Bruder hat 10 Jahre früher wie wir. Also nicht mit 30, sondern ja, quasi mit 20 Kinder bekommen. Und deswegen sind die schon volljährig. Alle beide. Die eine irgendwie ist 23, 24. Und die andere ist jetzt 19, glaube ich. Und die war da gewesen, weil die hier einen Termin hatte in der Nähe. Und dann haben wir wieder gesagt, komm, wir machen einen kleinen Abstecher. An dem einen Tag, an dem wir uns was angeschaut haben. Komm, wir machen wieder einen Abstecher zu meinem Lieblingsladen. Dem Vapiano. Und ihr kennt die Stories oder sehr wahrscheinlich die Stories vom Vapiano. Und ich kann wieder einen on top setzen. Also es ist unglaublich. Es ist eigentlich, ich weiß auch nicht so richtig, warum ich immer noch zu dem in den Laden gehe, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das eine Hassliebe ist oder sowas, oder irgendwie hat man das Gefühl, man kriegt da was Gutes, und aber unterm Strich ist es irgendwie nur teuer. Ich habe keine Lust halt in so ein Restaurant richtig, zu einem Italiener richtig reinzugehen. Da habe ich immer so, ich weiß nicht, das Ambiente ist irgendwie ein anderes und ja, keine Ahnung, ich habe kein gutes Argument, warum ich das immer noch mache. Aber, genau, also wir waren da gewesen und der Laden ist quasi eigentlich auch immer, oder zumindest zu den Uhrzeiten, wenn wir hinfahren, ist der Laden immer leer. Also, da ist nie besonders viel los. Und, wir waren am Montag, also Pfingstmontag waren wir da gewesen. Und eigentlich bestelle ich immer das Gleiche. Wir waren aber auch schon, ich weiß nicht, 1,5 Wochen zuvor auch schon dort gewesen. Also in letzter Zeit wirklich oft. Und ob man's glaubt oder nicht, ich stehe dann da an der Kasse. Nee, diesmal habe ich zu meiner Frau gesagt, im Auto habe ich erstmal gesagt, du, weißt du was, ich nehme heute nicht das immer dasselbe. Ich nehme sonst immer Reef and Beef. Weil ich das irgendwie super geil finde. So eine schöne Sahnesoße, das wird mit Weißwein abgelöscht. Da sind Shrimps drin. Da ist natürlich dann auch Fleisch, also Rindfleisch drin. Und das schön mit Penne oder Tagliatelle oder was weiß ich. Spaghetti nicht? Spaghetti mag ich nicht so. Also eine Bolognese, die muss schon Spaghetti sein, das ist richtig, aber alles andere sollte eher irgendeine andere Nudeln sein. Fusilli, ich glaube so heißen sie, die nehme ich eher ungerne, einfach nur, weil sie so oft zu Hause schon bei uns gegessen werden. Und Penne ja eigentlich auch, aber trotzdem. Ja, also genau, und sind wir da. Und habe ich zu ihr gesagt, du, weißt du, ich nehme was anderes. Und 5 Minuten später habe ich ihr gesagt, oh, nee, weißt du was, ich hab keine Lust. Zement. Ah, 4 habe ich noch übrig. Gut. Ah, ich dachte gerade, weil da hatte ich ein ja mal aus Versehen falsch gesetzt. Ah, Gott sei Dank. Okay. Und gerade hätten wir den ja mitnehmen können. Aber, wir haben das Fahrzeug gewechselt. Und ich war gerade, meine ganz Kleine, die war am Pennen. Da waren wir auch froh drum, weil die war echt fertig. Es war 15 Uhr oder sowas. Und das war der eigentlich alles ein bisschen zu viel. Und meine Große, die war noch so, ja, tö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 t
und spiele nochmal so 3 Sekunden quasi mit meiner großen Tochter, weil da gab es so eine kleine Spielküche und da habe ich gesagt, komm, du kannst mir jetzt Essen machen, machst du was. Wir sind ein Restaurant, du kannst die Bestellung annehmen und so weiter. Und da ist sie auch voll drauf eingegangen, fand sie super. Und meine Frau war aber schon genervt von meiner kleinen Tochter, weil von meiner großen Tochter, weil die den ganzen Tag schon so ziemlich fordernd war. Im Sinne, ja, so ganz viel wieso und weshalb. Und nee, das jetzt aber nicht. Aber sie war nicht quengelig. Und wenn die nicht quengelig ist, dann bin ich eigentlich immer ziemlich cool. Mich nervt das, wenn die so rumtruckst und rumjammert, so innerlich auch rumjammert, so. Ja, aber und dann spricht sie immer so, dass man sie nicht versteht. Kann ich gar nicht. Aber das war für mich alles okay. Da habe ich gesagt, komm hier, hast du 5 Sekunden und kannst was anderes machen. Dann war sie aber genervt, weil dann kam sie irgendwann, ja, das gibt's alles nicht. Es gibt nicht das, was meine Tochter wollte. Das fing auch an, meine Frau war auch getriggert, weil meine Tochter nicht klar sagen konnte, was sie gerne hätte. Nee, ich möchte jetzt Pommes haben. Ich sage, hier gibt's keine Pommes. Hier gibt's Spaghetti oder Pizza. Also Nudeln oder Pizza. Ja, dann will ich Nudeln haben. Möchtest du Nudeln mit Pesto haben? Ja, möchte mit grünem Pesto haben. Okay, stehen wir da. Nee, grünes Pesto haben wir jetzt nicht mehr, ist ausverkauft. Und bei meinem Reef and Beef ist da sonst irgend so eine, ich weiß nicht, es ist keine Bechamel-Soße, aber halt nicht einfach nur irgendeine Sahnesoße, sondern halt irgendetwas da. So, haben sie auch nicht gehabt. Und das, was meine Frau wollte, haben sie auch nicht gehabt. Also irgendwelche Nudeln haben sie nicht gehabt. Und da war meine Frau echt angenervt. Auf verständlicher Weise, ne? Jetzt geht man da hin und dann haben sie quasi gar nichts, was man da irgendwie bestellt. Wir haben am Ende dann schon noch bekommen, weil ich hab dann zu ihnen gesagt, wissen Sie was? Machen Sie mir einfach einen Teller, nur mit Nudeln. Fertig aus. Nichts anderes. Einfach nur Nudeln. Hat er auch gleich gemacht, im Gegensatz ja zu dem, erinnert ihr euch, der andere Italiener, wo wir waren. Übrigens, da hatten wir erst überlegt, ob wir dorthin fahren, aber der hatte Zug gehabt dann im Montag. Genau, und das war schon wieder so, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass, das war, wo ich dachte, naja gut, okay, alles. Und wenn du immer am Bezahlen, wenn du runtergehst, ne, ich weiß nicht, ob das jeder von euch kennt, wie Vapiano funktioniert. Du hast halt, wenn du reingehst, bekommst du so eine Chipkarte oder jeder Erwachsene bekommt so eine Chipkarte. Und wenn du was bestellst, dann geht das auf diese Chipkarte oder was zu trinken, was auch immer. Dann geht das auf diese Chipkarte und dann, wenn du rausgehst, bezahlst du alles, was auf der Chipkarte drauf ist. Und du wirst natürlich am Ende immer gefragt, komm schon, am Ende immer gefragt, war denn alles okay? Und normalerweise bin ich echt jemand, der dann sagt, also erstens, wenn ich mich beschwere, dann muss ich es natürlich auch vorher machen, weil es bringt ja nichts, wenn etwas doof ist, ja, dass ich dann das esse und über mich ergehen lasse, wenn man das so sagen möchte. Aber dann am Ende, wenn ich gefragt werde, mich beschweren. Also übrigens finde ich daher auch die Frage so mittelmäßig, dass sie am Ende kommt. Aber normalerweise sage ich dann auch immer, jo, nö, war alles okay. Und denke mir dann, naja, was weiß ich, keine Ahnung. Sie fragen mich immer, ob ich mein Essen scharf haben möchte. Möchte Chili drin haben. Und ich sage immer, ja. Aber ich kriege quasi nie Chili rein. Keine Ahnung warum, aber da gehe ich dann aber auch nicht zum, also wenn ich an der Kasse bin, dann bringe ich das nicht auf den Frachtverwaltung. Dann bringe ich das nicht auf den Tisch, weil dann denke ich mir, da hättest du auch vorher hingehen können und sagen können, yo, das Chili fehlt hier, mach mir da nochmal Chili drauf. Würde der ja sofort machen, ist ja keine Frage. Und deswegen kann ich das dann nicht auflisten.
Da habe ich aber allerdings jetzt zu ihm dann schon gesagt, hier, wissen Sie was, es ist schon doof. Also es hat quasi alles gefehlt. Wir konnten einige Sachen nicht bestellen. Das ist uncool. Und dann, und das hat mich dann einfach wieder getriggert. Und dann fing er an, mit mir zu diskutieren. Naja, das ist halt so, ne? Es waren ja jetzt dann, die letzte Lieferung kam am Donnerstag, da war jetzt dann Freitag, Samstag, Sonntag und normalerweise wäre ja Montag wieder eine Lieferung und dann sag ich mir, ich fange dann mit jemandem nicht an zu diskutieren. Aber ist mir doch scheiße, ist mir doch, ne? Ist mir doch Wumpe. Das ist mir egal. Das interessiert mich doch nicht als Kunde. Ich will, dass da die Sachen da sind, wenn ich da hingehe, um was zu bestellen, weil ich fahre da ja nicht jeden Tag hin. Ich bin ja nicht jeden Tag da, sondern ich nehme mir das vor und habe dann eine Erwartung, dass eine bestimmte Sache, die ich gerne esse, auch da ist. Und ich meine jetzt nicht solche Sachen wie, ich war letztens im Supermarkt und da konnte ich keine haltbare Milch kaufen. Warum? Weil sie nicht lieferbar ist. Das ist was anderes. Ja, also wenn jemand sagt, ich versuche sie zu kaufen, aber ich kann sie nicht kaufen. Okay, gut. So, ich kann sie nicht kaufen. Okay, verstehe ich. Das ist nicht der Punkt. Dann hat jemand das versucht, aber er kann es halt nicht. Wenn aber jemand zu schlecht organisiert, also mit anderen Worten, dann muss er halt mehr bestellen. Also ist ja nicht so, dass plötzlich Armageddon vor der Tür steht oder der Purge Day da ist und es jetzt heißt, oh Surprise, das wusste ich nicht. Oh nee, du, das, keine Ahnung. Ja, also da erwarte ich dann halt einfach, dass die dann auch sagen, ja, das tut uns wirklich leid. Das haben wir nicht gut kalkuliert. Auch einfach mal den Fehler zugeben. Einfach mal sagen, yo, ich habe das nicht gut... Also, er wird das sowieso nicht kalkuliert haben, oder ich gehe schwer davon aus, dass das jetzt nicht derjenige, der Einkäufer war, oder wie auch immer. Aber es wird ja irgendjemanden geben, der dann sagt, bei uns in der Filiale laufen, ich weiß nicht, Penne besser wie Spaghetti, also kaufe ich mir Spaghetti ein. Wissentlich. Habe ich gerade die... Scheinbar. wissentlich, dass natürlich Vapiano seine Pasta frisch und selbst macht. War jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja, also das hat mich super genervt. Ich bin da nicht schlecht gelaunt, aber ich bin da einfach nur im Nachhinein vor allem auch dann einfach genervt und denke mir, oh, es ist so unnötig. Und ja, ich weiß, ich könnte zu einem anderen Italiener gehen, aber nochmal, der Italiener, den ich dort in der Stadt kenne, der hatte zugehabt. Ich wollte jetzt auch nicht etwas Neues ausprobieren, weil es sollte ja auch relativ schnell gehen. Es sollte ja jetzt nicht, wir wollten nicht ewig da drinnen sitzen und genau. Und auch meine Nichte wusste dann, was das ist und was es da gibt und genau. Tja. So, hier ist Feierabend. Ich würde sagen, hier passiert nichts mehr. Ja, da ist gerade so ein... Da ist ein Stein gewesen und der Stein hat das Terrain geändert und die Reifen sind nicht ausgelegt für Steine. Und da hat er dann zu wenig Grip gehabt, ne? Wie gesagt, Zweiachser.
Der Stamm, dass der keinen Anker hat, kann doch nicht sein, oder? Das ist doch nicht üblich. Warte mal, wir gucken mal, ob wir hier so ein bisschen mehr am Rand. Ja, da kommen wir durch. Läuft. Läuft. Aber meine lieben Freunde, das war es auf jeden Fall von dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lasst mir doch gerne ein Like und Subscribe da. Und wenn ihr wollt, dann dürft ihr mich auch gerne unterstützen. Da findet ihr einen PayPal-Link unten für das Projekt der Möttgenrechner. Und dann kommen wir dem Ganzen näher, nämlich, denn bald ist es soweit. Dann gibt's endlich wieder die Streams. Ich freue mich drauf, mit euch live zu chatten in Persona. Die Webcam und alles steht schon im neuen Büro, nicht in dem alten Büro, wie es noch in den alten Livestreams war, sondern schon im neuen Büro. Mann, das wird geil. Ich freue mich und ich bin mir sicher, die... Ich bin mir nicht sicher, ob euch das Thema, was ich mir überlegt habe, was wir machen können, ob euch das gefällt. Aber ich hoffe es. Ich bin ganz gespannt. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.